Herzlich willkommen bei unserem Videotutorial Mediengestaltung für die politische Kommunikation. Wie man auch mit wenig Zeit und kleinem Geld professionelle On- und Offline-Medien gestalten kann, zeigen wir Ihnen in diesem Video. Sie lernen die vier Basiselemente der Gestaltung kennen und Sie wissen ja, ohne Planung geht gar nichts, denn gut geplant ist halb gewonnen. Erstens die Planung unserer Medien. Wir möchten natürlich eine gute Gestaltung für unsere Medien. Aber was bedeutet gute Gestaltung? Jeder von uns hat ein Gespür für gute Qualität, natürlich auch bei Flyern und bei anderen Drucksachen. Ein schlappes Papier oder grelle Farben empfinden die meisten von uns als billig. Und billig bedeutet nicht vertrauenswürdig. Vertrauen ist also Qualität. Und Vertrauen ist gut für unsere Gestaltung, für unsere Medien und für unser Projekt. FFF, Form follows Function. Ein berühmter Satz aus der Designwelt, die Form folgt der Funktion. Und die Funktion ist natürlich die klare Lesbarkeit, ohne jeglichen Schnickschnack. Wie Sie die Klarheit mit den einzelnen Gestaltungselementen Bild, Text, Logo und Form umsetzen können, erfahren Sie gleich im Video. Was sind die Vorteile eines Flyers? Was ist seine Funktion? Sie können ihn überall einsetzen und schnell und einfach verteilen. Ist auch wirklich etwas anderes, einen Flyer in der Hand zu halten, als eine Webseite anzugucken. Einfach an die Wand pinnen oder in die Tasche stecken, so bleiben Sie in guter Erinnerung. Und durch die niedrigen Produktionskosten können Sie den Flyer immer wieder neu drucken oder optimieren. Schauen wir uns den Flyer nochmal genauer an. Was kann er und was kann er nicht? Was er kann zum Beispiel ganz schnell einen ersten Eindruck vermitteln und Ihre Kernbotschaft überbringen. Er kann Aufmerksamkeit erregen durch ein tolles Foto, durch eine ausdrucksstarke Illustration. Er kann einen Call to Action, das heißt also, er kann den Leser dazu auffordern, Ihnen einen Schritt näher zu kommen, zum Beispiel Ihre Webseite zu besuchen oder eine Veranstaltung, die Sie planen. Was kann er nicht? Er kann keine tiefgehenden Informationen vermitteln. Er ist nämlich keine Broschüre und er ist auch kein Buch. Und er kann auch nicht mehrere Kernbotschaften auf einmal an die Leser vermitteln. Konzentrieren Sie sich, fokussieren Sie sich auf eine Botschaft, zum Beispiel auf einen Call to Action, eine Einladung oder einmal einen Blick auf Ihre Website zu werfen. Um jetzt optimal zu starten, schauen Sie sich nochmal genau Ihre Zielgruppe an. Wen möchten Sie erreichen? Am besten können Sie das in unserem Videotutorial Campaigning sehen.